vor Ort. Ja, wir haben uns jetzt mit digitalen 3D-Räumen, haben wir zwei schöne Inputs gehört. Einerseits gesellschaftliche Relevanz. Das heißt, es steht fest, wir werden nicht mehr dran vorbeikommen. Es wird irgendwann auf uns zukommen. Wir haben ein ganz konkretes Szenario auch schon mal kennengelernt als Trauerraum aus der Reaktion der Corona-Zeit heraus. Und worum es jetzt geht, ist ja der Einsatz von digitalen 3D-Räumen im Bildungsbereich. Für uns natürlich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ein Thema, was auf gar keinen Fall schon am Ende ist, aber wo es schon Erfahrungen gibt. Und für diese Erfahrung haben wir den David Rödler hier, der nicht nur mit moderiert, sondern auch als Erwachsenenbildner und Dozent auf verschiedenen Ebenen bereits mit diesen dreidimensionalen Räumen arbeitet und uns jetzt hier einen kurzen Input geben wird. Von daher, David, die Bühne gehört dir. Sehr schön. Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Es ist irgendwie auch total interessant, das zu erleben, allein unser Setting hier und mich so oft dann auch zu sehen, auch nach vorne in dem Monitor. Begeistert mich auch, weil mich ganz grundsätzlich Kommunikationsgeschichte und Interaktion insbesondere immer irgendwie fasziniert hat. Und wenn wir zurückdenken, dann, ja, das war in meiner Jugend irgendwie das Hauptinteraktionsmedium, also ein Telefon, das war wahrscheinlich das wichtigste Medium, also Fernsehen in eine Richtung. Und wenn man Telefon und Fernsehen irgendwie zusammendenkt, dann ist man dann mal bei Videokonferenz, so wie wir uns jetzt auch dran gewöhnt haben, in dieser Form zu arbeiten. Und mich reizt es sehr, zu überlegen, wie kann man das Videokonferenzformat weiterentwickeln. Weil solche Räume, wie hier im Fall der Universität Salzburg, an der ich unterrichte, die finde ich irgendwie super, super mühsam. Natürlich gibt es auch schönere Präsenzräume, aber ich glaube auch, dass es schönere, nochmal kommunikativere Online-Räume gibt als so eine zweidimensionale Videokonferenz, die aber an sich ja erstmal schon gut funktioniert. Dann habe ich ein bisschen zurückgeschaut in mein Archiv und habe gefunden, dass wir ja Ende der Nullerjahre, kann man sagen, mit Second Life experimentiert haben. Und Second Life eigentlich schon auch ganz viel vorweggenommen hat, was heute da ist. Nämlich es war plötzlich die Dreidimensionalität da. Da sieht man jetzt hier Adobe Connect. Das war Vorläufer Videokonferenz von Zoom in 2D. Aber in der Mitte sieht man eine Live-Zuschaltung von Second Life. Mich würde interessieren dann, also spätestens, wenn wir dann zu den Fragen auch bald kommen und Interaktionsmöglichkeiten hier einbauen wollen, Wer wieder mal reingeschaut hat in Second Life, weil ich war gerade auf der Website und Second Life gibt's ja auch noch. Und wie das hier beschrieben ist, ich finde, das schaut irgendwie eigentlich ganz cool aus. Auch dieser Gemeinschaftsaspekt, der hier rausgestrichen wird. Oder auch Remote Meetings neu definiert. Also ich glaube, das muss man einfach wieder mal ausprobieren, was Second Life kann. Was mich auch sehr interessiert, ist einfach Spaß zu haben in solchen dreidimensionalen Räumen. Also das wäre hier Spaß in einem 2D-Raum. Alle zeigen ihre Haustiere. Also was ich damit sagen will, ist eine Möglichkeit zu schaffen für informelle Begegnung, so wie das jetzt wahrscheinlich gerade in der Pause an dem schönen Buffet stattgefunden hat, wo es einfach Pausengespräche gab. Wie kann man Pausengespräche im Online-Raum abbilden? Das hier in dem Fall ist jetzt ein 2D-informeller Begegnungsraum, der aber gut funktioniert. Das hier ist schon ein 3D-informeller Raum. Das nennt sich hier TriCat, ist ein deutsches Produkt und ist ein 3D-Webinar. Und das erste Mal, als ich diese Erfahrung gemacht habe, dort am Lagerfeuer mit anderen zu plaudern, da war das eigentlich schon
ziemlich cool. Also das war jetzt nicht wirklich ein VR-System. Ich glaube, mittlerweile hat es auch VR-Funktionalität eingebaut. Man hat das über eine Desktop-Anwendung benutzt. Ja, und so ist tatsächlich diese informelle Begegnung, glaube ich, eine ganz wichtige im Bildungskontext, so wie dieses Foto hier zeigt, lässt sich das dann auch online umsetzen. Da sieht man es, da ist auch Tobias drauf und Stefan, der hier anwesend ist. Und ja, mir hat einfach gefallen, dass diese Bilder, die schauen ja eigentlich schon ganz, ganz ähnlich aus. Ja, warum ist es für mich interessant? Und dann erzähle ich noch auch ein Beispiel und zeige ein paar mögliche Plattformen. Im 2D-Raum, also zumindest in Zoom, können wir in der Regel nicht Nähe und Distanz abbilden. Ja, dabei ist Nähe und Distanz ein ganz wichtiger Faktor für Kommunikation. Wir gehen auf irgendwen zu, wir sprechen irgendwen an, wir bilden irgendwie kleine oder größere Grüppchen, ja, so wie hier. Und das können wir in 2D üblicherweise nicht abbilden. Ja, deshalb ist es, glaube ich, sehr spannend. Was ich auch super interessant finde, ist die Gestaltbarkeit der dreidimensionalen Räume. Wir haben es ja auch schon bei dem Gedenk- oder Trauerraum gesehen, dass er gestaltet werden kann. Zoom lässt so wenig Gestaltungsmöglichkeiten zu. Und ja, durch diese Möglichkeit eben auch auf ihn zuzugehen, glaube ich, kommt es der Idee entgegen, Bildung als sozialen Prozess zu sehen. Die erwähnten informellen Kommunikationsmöglichkeiten haben wir auch. Ja, das hier sind jetzt Screenshots. Ich hab gehabt eine Unilehrveranstaltung, Nutzung von VR bzw. 3D-Räumen für Bildung und Kommunikation. Und das war hier drinnen eine studentische Präsentation. Das ist übrigens Special.io. Wir können gleich auch noch mal reinschauen. Ich mache dann über Bildschirmfreigabe ein paar Einblicke. Die Form der Präsentation war so, dass die Studierenden haben also als Ausstellung ihre Präsentationsfolien gestaltet. Und man ist dann gemeinsam von einer Folie zur nächsten gegangen. Da sieht man auch mich inmitten der Gruppe und irgendwie ist das so ein schönes, eigentlich ja, lebendig und sich auflösendes Bild. Man kann Räume auch tatsächlich dann einscannen. Also nochmal ganz, ganz erweiterte Gestaltbarkeit. Einscannen funktioniert mit dem Smartphone und kann dazu auch noch gleich dann nochmal ein bisschen mehr zeigen. Und tatsächlich, wenn man genau schaut, dann ist das mein Büro. Ich werde es nochmal einblenden. Und ich konnte also die Studierenden in mein Büro einladen, was irgendwie auch ein sehr witziges Gefühl war. Und wir sind dann also hier gemeinsam rumspaziert und konnten miteinander interagieren und sprechen. Ja, was war das Interessante jetzt aus Bildungssicht? Man fühlt sich nicht so auf der Bühne, wenn man hier in diesem Raum vorträgt, weil man einfach in der Gruppe mit allen zusammensteht. Alle bleiben in Bewegung. Es würde auch auffallen, wenn irgendwer dann nicht mitkommt zum nächsten Bild. Das heißt, man ist irgendwie ein bisschen mehr zu Aufmerksamkeit gezwungen. Dann interessant ist auch der Aspekt, dass man vor- und zurückgehen kann. Also ich kann mir ansehen, welches Slide war da nochmal, was war da drauf. Oder man kann auch vorschauen, was wird kommen. Und ist also nicht so gezwungen wie jetzt, mir zu folgen. Man kann so ein bisschen soziometrische Übungen machen. Das heißt, man kann sagen, alle, die schon Erfahrung haben mit dem Thema, gehen jetzt mal einen Schritt nach rechts oder umgekehrt nach links. Man kann die Präsentation dann auch vor oder nach der
Lehrveranstaltung besuchen und möglicherweise auch gemeinsam besuchen und das besprechen. Und ein interessanter Aspekt war auch, dass irgendwie die Verortung der Informationen dann gegeben ist. Also ich weiß irgendwie noch, was hängt denn dort irgendwie rechts hinten oder neben dem Sofa oder so. Und dann bleibt es irgendwie besser im Gedächtnis. Und die Räume, man sieht es hier ja auch an diesen wenigen Beispielen, die sehen alle zumindest ein bisschen anders aus und Zoom sieht immer gleich aus. Das heißt, man kann irgendwie besser verknüpfen das Gehörte oder das Diskutierte auch mit der entsprechenden Räumlichkeit. Und wenn wir sich zum Beispiel denken an Sprachkurse oder so, dann kann natürlich auch der Sprachkurs am passenden Ort stattfinden. Das ist in dem Fall, glaube ich, braucht das keine Erklärung, wo das gerade spielt. Ja, jetzt möchte ich ein bisschen zeigen, live. Also Spatial.io ist möglicherweise die Plattform, die gerade am interessantesten ist. Ist es zwar nicht Open Source wie Mozilla Hubs, wo auch der Trauerraum erstellt worden ist. Aber ich glaube, man sieht schon, es sieht irgendwie ganz, ganz hübsch aus. Ich habe den Raum selbst gestaltet, und zwar mit KI-generierten Bildern von mir. Und das ist hier vielleicht dann ein bisschen spezieller. Ich habe dort auch mein Bären habe ich hier auch mit reingestellt. Ich zeige mal kurz, wie er in Wirklichkeit aussieht. Das war ja auch kurz im Gespräch bei dem Trauerraum, dass man dort auch mit dreidimensionalen Objekte Erinnerungsgegenstände irgendwie dann dort digitalisieren könnte und mit aufnehmen könnte. Und ich glaube, das funktioniert mittlerweile schon ganz gut. Also den Bären habe ich eingescannt und als 3D, also auch mit dem Smartphone eingescannt und als 3D-Objekt mit eingebunden. Und wer Lust hat, das ausprobieren will, kann auch gerne probieren. Ich kann ein Stück noch vorgehen. Da sieht man auch noch ein Bild mit von mir, mit dem Bären als kleines Kind. Wer will, kann den QR-Code einscannen. Das ist vielleicht noch ein ganz witziges Experiment. Und dort hätten wir dann auch die Verbindung hergestellt von VR zu Augmented Reality. Also man kann den Bären dann tatsächlich auf dem Schreibtisch haben. Ja, ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn man kein VR-Headset verwendet, sondern diesen Raum über den Browser betritt. Ich sehe, Fabian hat es probiert. Dürfen wir alle kurz hören, ob es geklappt hat? Ja, hat geklappt. Ich habe den Bär jetzt hier neben mir auf dem Schreibtisch sitzen. Ja. Sehr schön. Vielleicht einen Screenshot machen und dann. Aber ich habe das auch schon mal in einem anderen Kontext genutzt mit meinem Neffen. Der ist riesiger Fan von Dinosauriern. Mhm. Und ich habe dann kurz mal gegoogelt und habe das über eine App gefunden, dass ich quasi Dinosauriermodelle auch in den Raum projizieren konnte. Und dann haben wir Dinosaurierjagd gespielt und er war total begeistert davon, wollte die ganze Zeit dann Fotos machen damit und so. Genau, sehr gut. Also die App, mit der man das machen kann, vielleicht ganz was Praktisches, ist das, nennt sich Polycam. Ja, ist kostenlose Smartphone-App und damit kann ich also entweder Gegenstände einscannen, ja, alte Kindergießkanne einscannen, als 3D-Modell dann haben. Ich kann es exportieren, runterladen und ich kann es in VR-Welten dann importieren.
Ja, und läuft tatsächlich alles auch kostenlos. Ja, also vielleicht nochmal, um es ganz nochmal zu wiederholen. Also ich finde. David, könntest du den QR-Code nochmal ein bisschen größer machen? Hier war nochmal die Frage nach dem Einscannen. Kann man es nochmal scannen, ja? Dankeschön. Also ich finde wirklich interessant die Gestaltbarkeit, die gemeinsame Gestaltbarkeit von Lernräumen, das Zugehen auf andere. Es ist eine ganz andere Kommunikationsatmosphäre. Polycam ist die App. Man kann damit, es ist wirklich lustig, also Gegenstände funktionieren mittlerweile wirklich sehr gut. Bei ganzen Zimmern ist es ein bisschen schwieriger. Also ich kann mal ins Wohnzimmer reinschauen, da sieht man irgendwie, es wird manches ein bisschen sehr, sehr abgerundet. Aber da entwickelt sich tatsächlich sehr viel. Und ich glaube auch überhaupt, dass diese Mischung auch aus VR und AR eine ganz interessante Sache sein kann. Na gut, jetzt kann man hier durchgehen und man könnte auch gemeinsam durch diese Räume gehen. Aber ich glaube, wir werden im Verlauf des, da ist die Gießkanne übrigens, wir werden im Verlauf des Projekts dann sicher noch die Möglichkeit haben, gemeinsam auch solche Räume zu besuchen. Also man kann Spatial IO mit VR-Headset besuchen oder auch über den Browser, und die Qualität ist mittlerweile wirklich ziemlich gut. Okay, gibt es vielleicht an der Stelle jetzt schon die eine oder andere Anmerkung, bevor ich dann natürlich auch noch ein bisschen was ergänzen kann? Ah, sehr schön. Wir haben zumindest den. Wir haben Björn auf dem Schreibtisch sitzen. Das ist sehr schön. Christian. Ja, also vielen Dank. Das ist tatsächlich in der Art und Weise das erste Mal, dass ich jetzt auch ein Online-Format so sehe und mit einer Begründung hinten dran, die für mich lerntheoretisch auch Sinn macht. Wie viel Arbeit steckt denn tatsächlich an Workload da drin, so einen ganzen Raum mit dem Handy dann zu erfassen oder auch im Zusammenspiel mit dem anderen Programm zu bauen? Eigentlich erstaunlich wenig. Also die Bilder, ja. die setzt man einfach da so dran. Ich kann das Bild bewegen hier auch. Also kommt hier an die Wand. Genau, und hier sieht man dann nochmal mein Büro. Ja, also ich bin da auf der Suche auch noch nach Alternativ-Apps. Also Lumia, glaube ich, heißt eine, die kann das jetzt die Katze sogar. Also das ist, die Räume sind jetzt noch nicht ganz perfekt, ja, aber es ist zumindest irgendwie ganz, ganz eine witzige Sache. Das hat vielleicht gedauert, ich würde eine Stunde, zwei Stunden, und dann war der Raum mal ausgestattet mit Bildern, so wie ich sie wollte. Und der Avatar ist auch ganz schnell erstellt. Ist auch ganz nett, weil das schaut so ähnlich aus wie ich. Ja, ich wollte schon sagen, im Gegensatz zu Ihren Studenten hatten Sie sich noch vorher eingescannt und mit der AI bearbeiten lassen. Genau. Ich habe mich dort eingescannt. Das macht Spatial IO auch selbst. Man kann, was auch nett ist, man kann Videos reintun in den Raum, dann hat man Musik. Aber Ihre Schüler haben jetzt auch wie Sie kein Headset angehabt, Nein. Also haben vom Laptop aus gesteuert. Ja, genau. Also es geht mit Headset auch, aber so, also Headset ist, haben wir auch schon gehört, ist irgendwie ein bisschen schwer immer auf die Kostenfrage. Ja, wer hat Headset? Ich dachte, vielleicht sind Sie in Salzburg so gut ausgestattet. Ich weiß nicht, wie viel 0,5 oder 1% Headset-Verbreitung oder so in Europa. Würde ich jetzt mal schätzen, ja, es kann. Aber Computer und Smartphone haben alle, also haben alle, aber davon kann man jetzt mal ausgehen, dass man da mit einer großen Gruppe an Menschen dann
arbeiten kann. Vielen Dank. Sehr schöner Einblick. Ja, vielleicht auch noch wirklich sehr, sehr witzig ist, die Möglichkeit dann auch mit Special I.O. hat einen Augmented Reality Modus. Das heißt genauso wie man, wie der Bär in den Raum, in den Realraum geholt werden kann, kann ich das mit Online-Teilnehmenden tun. Übers Smartphone. Ja, also ich glaube, da werden wir auch noch Gelegenheit haben, das gemeinsam zu probieren. Spatial I.O., also diese Plattform über Augmented Reality auszuprobieren. Ja, und dann kann es, das ist jetzt eine andere Plattform in dem Fall, aber es war auch eine Augmented Reality-Möglichkeit, dort einen Avatar auch wieder die Dusche mitzunehmen und mit dem Smartphone. Ja, vielleicht neben diesen tatsächlichen VR-Räumen, die also auch mit VR-Headset zugänglich sind und dann eben auch zum Beispiel die immersive Erfahrung bieten, gibt es eine Reihe von interessanten 3D-Plattformen, die man auch für Bildungszwecke verwenden kann. Eine davon wär zum Beispiel Mibo. Wenn schon. Also das geht jetzt nur ohne VR-Headset, aber das Lustige ist, ich bin dann auf so einem, ist wie ein Fernseher, mein Kopf. Und dann kann man in so sehr fantastische Welten kann man reingehen und es steht schon more fun with other people. Und das ist ganz klar, das ist alleine ist es irgendwie, ja, ganz, ganz nett. Das Gute hier ist, die Navigation ist super einfach. Ja, dann kann man das Kappe aufsetzen oder man kann Radio hören oder man kann irgendwie mit Pfeil und Bogen schießen oder irgendwelche Spiele machen oder an den Strand spazieren und das eben gemeinsam tun. Ja, oder hier kann ich Basketball spielen, irgendwie kann ich dann den Ball nehmen und dann, aber eben gemeinsam mit anderen als Socializing-Aktivität. Andere Plattform, die wir noch kurz reinschauen können, ist natürlich Room 3D. Kostenlos, nur mit wenigen Leuten. Auch das Mibo, das ich vorher gerade gezeigt habe, ist nicht ganz günstig. Aber was hier ist, es ist sozusagen, es ist ein 3D-Videokonferenzsystem. Schauen wir genau da. Checkt jetzt an mein Bild und jetzt kann ich mich, genau, da bin ich jetzt tatsächlich auch live. Café in Paris und die anderen, also ich bin jetzt alleine drin, aber die anderen könnten da hier mit um den Tisch sitzen. Ich kann mich jetzt nicht irgendwie großartig bewegen, aber ich kann mich immerhin umsehen und man hat dann das Gefühl, okay, man ist halt wirklich jetzt in einem Café, kann sich den anderen irgendwie mehr zuwenden. Gut, und dann gibt es noch eins, das ist auch ganz lustig, das nennt sich Party Space. Haben wir auch mal ausprobiert, wirklich für eine Party. Man sieht schon, also es ist so eine Mischung aus Videokonferenz und eben aber dreidimensional sehr. Also auch wieder einfache Navigation, einfach sich da miteinander zu unterhalten. Und vielleicht noch zum Abschluss und dann Möglichkeit nochmal für Fragen und Gespräch. Was irgendwie
große Zukunft oder Zukunft haben könnte, ist Roblox oder die Plattform Roblox, auf der eigentlich alle möglichen Spiele laufen, zum Teil jetzt auch in super Qualität. Und hier drinnen gibt es jetzt auch unterschiedliche Spatial Voice Chats. Und das Interessante ist, dass die Raum... Das Stereoton. Ich weiß gar nicht, man sieht schon, ich kann mich sehr einfach durchbewegen. Das ist wie ein Stück. Und die Leute unterhalten sich hier drinnen. Ja. Ich meine, keine Ahnung, ob die da was machen. Ja, wieder raus. Aber möglicherweise ist das auch eine interessante Entwicklung, die man sich anschauen sollte. Was passiert auf Roblox? Und wie könnte man das dann vielleicht eher mit Jugendlichen, aber möglicherweise auch bald mit Älteren dann sinnvoll einsetzen als 3D-Kommunikationsplattform? Gut, jetzt höre ich mal auf zu erzählen und wäre dankbar für Fragen, Anmerkungen, Ergänzungen. Mr. Lukas. Ja, schön, David. Was mich mal interessieren würde, du arbeitest ja auch an der Hochschule und auch mit Spatial IO hast da verschiedene Rundgänge gemacht. Wie wird das denn von den Studierenden wahrgenommen, jetzt im Vergleich zu Zoom zum Beispiel, zu anderen digitalen Formaten? Ja, also erstmal ist es natürlich ein bisschen komplizierter, dort einzusteigen und zu gestalten. Ja, also es ist nicht so kompliziert, aber es ist eben doch mehr als einfach nur PowerPoint-Präsentation zu machen. Und was dazu kommt, man muss sich natürlich schon Gedanken machen, wie gestalte ich, was baue ich dort ein? Weil jetzt nur irgendwie die Präsentation abspulen, so wie man das vielleicht sonst gemacht hätte. Also man muss schon die Dreidimensionalität auch versuchen zu nutzen. Bei Zoom hat man ja oder wegen Berichten von Universitäten eher so das Problem, dass viele Menschen dann auch die Scheu haben, Kamera anzumachen, auch so eine Art ja in der digitalen Öffentlichkeit zu stehen. Spatial IO, andere 3D-Räume nutzen ja jetzt Avatare. Gibt es da wahrnehmbare Unterschiede oder Rückmeldungen, dass das irgendwie angenehm aufgenommen wird oder anders aufgenommen wird? Ja, also dass man die Kamera gar nicht einschalten kann, das geht mittlerweile bei Spatial IO nicht mehr. Das wird als angenehm wahrgenommen und dass man sich halt hinter dem Avatar auch ein bisschen verbergen kann. Aber trotzdem ist es noch ein Raum, der sehr ungewohnt ist. Und die Interaktion oder könnte viel besser sein. Also die könnten viel mehr, auch wenn man das jetzt vorschlägt, die könnten viel mehr einbauen. Wir machen da mal kleine Gruppen und verteilt euch jetzt mal irgendwie frei und kommt miteinander ins Gespräch oder so. Das muss man wirklich ganz, ganz klar und deutlich erstmal anleiten. Also von sich aus läuft die Präsentation dann doch eher wieder wie gewohnt ab. Es Katrin, gibt eine Frage im Online-Raum von Katrin Schlör. Bitte, ja. Genau, also erstmal vielen Dank, David, für die Einblicke und auch vielen Dank für die gesamte Veranstaltung, super bereichernd. Ich würde auch nochmal an Tobias Frage anknüpfen und fragen quasi mit, in welchem Studiengang die Studierenden studieren, mit denen du das gemacht hast. Ich lehre ja im Studiengang Soziale Arbeit und das sind manchmal dann doch auch noch so ein bisschen Vorbehalte, also auch klar, mit auch medienethischen Fragen oder so, da, wo Studierende dann doch ein bisschen zurückhaltender sind. Und dann wird daran aufbauend quasi, ob du mit dem Raum gearbeitet hast, den du jetzt gerade uns gezeigt hast, oder ob das dann quasi thematisch passend eben zu den Inhalten des Seminars war.
Und daran anschließend, ob es die Möglichkeit eben auch gibt, interaktiv so einen Raum zu gestalten, weil ich zum Beispiel jetzt auch in der Jugendarbeit oder so da total viel Potenzial sehen würde, also quasi aktive Medienarbeit mit Spatial oder so. Genau. Also erste Frage ist Kommunikationswissenschaften und dann mit Praxisbezug, also Übung. Ja, das heißt, und die Studierenden auf Spatial.io kann man sehr schnell Create Space, also man meldet sich an, sagt Create Space, dann kriegt man einiges an Vorlagen. Das heißt, die durften selber aussuchen, was zu ihrem Inhalt passt und mussten auch selbst gestalten. Und man kann auch gemeinsam gestalten. Also ich kann auch den Raum so einstellen, dass also zugelassen ist. Ja, hier sieht man alle möglichen anderen Räume auch, dass also alle hier ein Bild an die Wand hängen können oder irgendein 3D-Objekt einfügen können. Also das gemeinsame Gestalten ist schon auch ein interessanter Aspekt. Wir gestalten uns den Lernraum so, wie wir ihn haben wollen. Ina Wittmeier. Eine weitere Frage von Ina Wittmeier. Sorry, David, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut. Ja, ich habe mich nochmal gefragt, was denn an Anforderungen für die Lehrenden auf uns zukommen. Also wenn ich einen Inhalt vermittle und gleichzeitig noch den Raum gestalten muss, oder ist es ein neues Jobprofil sozusagen, derjenige, der jetzt den Raum oder diejenige den Raum noch zusätzlich gestaltet? Da war jetzt ja schon eine Antwort, man kann es auch gemeinsam machen. Aber das frage ich mich nochmal so ein bisschen, wann sozusagen und wer das dann wie tut. Und die zweite Frage, die daran anknüpft, ist so ein bisschen die Didaktik oder Tobias würde von Mathetik sprechen oder Methodik dahinter. Muss man sich ja auch gut überlegen, was man macht. Also in selbstorganisierten Lernen könnte man ja unterschiedliche, keine Ahnung, Lerninseln machen, verschiedene Themenwelten oder so, wo sich Lernende auch selber Inhalte erschließen können oder so. Da ist jetzt noch gar nicht groß drauf eingegangen worden, sondern eher so auf die Räume an sich. Hast du da Erfahrungen, die du uns mitteilen kannst? Also wichtig, glaube ich, ist, dass man sich tatsächlich überlegen muss, warum macht man was in 3D? Ja. Also wenn ich dasselbe mache dann in 3D, was ich in Zoom mache oder vielleicht noch schlimmer in einer Vorlesung mache, in einem One-to-Many-Format, wo ich rede und viele hören zu, dann ist es sinnlos. Ja, ich muss also das ganze Format und Methode muss ich an den drei, da muss der Raum muss irgendwie eine Rolle spielen. Sonst ist der erhöhte Aufwand und die Eingewöhnungszeit, die ja auch da ist, ist sinnlos. Ja, also da muss ich soziometrische Übungen zum Beispiel einbauen oder freie Gruppenarbeiten oder eben wie angesprochen, irgendwelche Themeninseln. Ja, oder man kann dort auch sehr schön gemeinsam mit Kärtchen arbeiten, die man in den Raum hängt. Aber alles braucht natürlich auch irgendwie Eingewöhnungsphase auf allen Seiten, für die Lehrenden genauso wie für die Studierenden. Felix. Ja, hallo und vielen Dank schon mal bis hierhin. Ich habe bisher immer nur so zweidimensional mit Wondervie oder sowas gearbeitet und da war die größte Hürde für die Teilnehmenden, überhaupt in den Raum zu gelangen. Wie sind die Hürden bei diesen Sachen? Müssen die sich erst einen Account anlegen? Geht das per Link oder ja, wie sind die Erfahrungswerte? Wie viele landen dann auch wirklich in dem Raum? Genau. Also ähnlich wie bei Wondervie, das übrigens seit Ende April nicht mehr existiert. Oh, okay, ich war schon mal nicht mehr drin. Also man braucht sich nicht anmelden, man kommt über den Link rein. Ja, und aber trotzdem, wenn Computer irgendwie zu schwach ist oder Browser nicht mehr aktuell, also es passiert schon, dass dann von 50 Leuten irgendwie ein paar zurückbleiben und das aus irgendwelchen Gründen nicht schaffen. Aber es ging nun halt mal darum, jetzt diese 3D-Räume auszuprobieren und dann hat es halt beim nächsten Mal funktioniert, wenn man irgendwie Computer-Update oder was gemacht hat. Okay, oder Smartphone verwendet hat. Wobei, David, Zugänglichkeit ja keine oder nicht nur Fragen der Ressourcen ist, kann ja auch eine didaktische Frage sein. Inwieweit bereite ich meine Zielgruppe im Vorfeld vor, an einem Format teilnehmen zu können? Das hatten wir am Anfang bei Zoom ja auch, dass wir Technikchecks hatten, dass wir 2-3 Veranstaltungen im Vorfeld hatten. Und genau das Gleiche braucht man natürlich bei den
dreidimensionalen Räumen natürlich auch neue Technologie und neue Zugänge. Ja, genau. Und es ist ungewohnt zuerst. Ja, es ist so ähnlich wie 2017 und alle probieren das erste Mal Zoom aus. Christian. Ich wollte noch mal auf Inas Frage zurückkommen, weil ich das sehr relevant fand. Wer bereitet sowas vor? Also ich glaube, das kann nicht jeder Fortbildner leisten. Dafür gibt es ja auch Institute in unserer Arbeitswelt, die das machen. Aber ich glaube, wir müssen schon lernen, das zu nutzen und systematisch als, zumindest ich als Weiterbildner einzusetzen, vielleicht für Blended Learning-Szenarien. Das ist doch schon eine wesentlich höhere Attraktivität als ein Zoom-Meeting einmal im Monat. Und gerade wenn ich mit einer Gruppe kontinuierlich über einen Zeitraum arbeite, entwickelt sich dadurch viel mehr Persönliches miteinander. Also das spüre ich direkt. Und ich glaube auch, dass ich ein neues Lieblingscomputerspiel gefunden habe. Ich bin gerade bei Special.io. Also das sieht faszinierend aus. Ja, aber es ist tatsächlich, es ist Aufwand. Ja, und es funktioniert erstmal nicht so, so gut wie Zoom. So einfach. Ja. Oder so gewohnt. Wie ja, klar, aber also wenn ich mir überlege, ich habe auch schon mit Schülern Minecraft-AGs gemacht und mit CAD-Programmen experimentiert. Das sieht wesentlich vereinfachter aus. Und jetzt auch die Möglichkeit zu haben, tatsächlich mit einem Handy, also mit einem Smartphone, Gegenstände komplett zu erfassen und ein Computer rechnet mir das aus und setzt das zusammen und das kann ich noch in andere Räume einbauen und ich kann hier aus Vorlagen partizipieren. Also ich sehe da schon auch einen hohen Nutzen und wenn Institute wie von der EKNH, also gerade mit diesem Eduverse, das baut sich ja jetzt auf, also wenn wir dann Räume gestalten, die allein für uns alle nutzbar wären oder für wen auch immer, der das braucht, dann kann man Menschen auch, denke ich, da hat Tobias recht, dahin führen, dass die das hinkriegen. Aber ich habe auch die Einstiegshürde allein an einem Link erlebt. Menschen, die angerufen werden wollten und dass man ihnen am besten übers Telefon die Hand führt mit der Maus. Also wir haben ja auch Zielgruppen, die brauchen immer weiterhin noch die Basisunterstützung. Ja. Danke. Aber ich glaube, wir werden das genauso lernen, wie wir mit Zoom umgehen gelernt haben. Und wir werden wahrscheinlich auch mit ganz vielen verschiedenen Systemen dann auch lernen, umzugehen. Aber klar, erstmal gibt es gewisse Hürden. Daniel. Ja, ich arbeite ja bei einer Behörde oder bei einer Kommune. Wie sieht es mit dem Killer-Thema Datenschutz aus? Weil das bei uns oftmals quasi dann immer das Totschlagargument, bestimmte Plattformen oder bestimmte Dienste halt nicht nutzen zu dürfen. In der praktischen Arbeit, speziell in der Arbeit mit jungen Menschen. Muss man sich genau anschauen. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Und es gibt ja auch ganz unterschiedliche Ansprüche an das Thema. Ich glaube, das ist ja kein triviales Thema, Datenschutz. Und da können wir natürlich auch tagelang Veranstaltungen, ich sag mal, füllen. Da lohnt es sich wirklich, mit den eigenen Datenschutzbeauftragten zu sprechen. Denn letztendlich geht es ja um die Daten, die selber in den Veranstaltungen verarbeitet werden, die hochgeladen werden, die veröffentlicht werden. Und bei öffentlichen Bildungsveranstaltungen sehe ich da jetzt weniger das Problem. Aber da wirklich mit dem eigenen Datenschutzbeauftragten nochmal sprechen. So, jetzt haben wir hier vor Ort nochmal eine Wortmeldung. Ja, ich kann da gut anknüpfen. Hört man mich? Weil das Mikro ist eher für große Leute hier eingestellt. Ich helfe dir. Der ist ziemlich banal, weil ich wollte einfach fragen, welche Tools dürfen wir davon überhaupt benutzen? Ich fand es zum Beispiel, David, total beruhigend für mich erstmal zu wissen, dass es Vorlagen gibt und ich muss noch nicht selber jetzt nur noch Räume erfinden, sondern kann die dann sozusagen mit den Instrumenten und Bildern gestalten. Aber in der EKN bei uns ist es ja so, dass wir bestimmte Programme, Tools oder sowas, muss ja erst durch die Datenschutzstelle kommen. Und das dauert bekanntlich etwas. Und die Frage wäre für mich, bevor wir hier die Fortbildung auch weitermachen, habt ihr im Vorfeld, das wäre eine Frage an Tobias und Lukas, habt ihr mal abgefragt, welche wir nutzen dürfen? Also von den Vorgestellten. Da gibt es ja eine öffentlich einsehbare Liste von dem, was wir nutzen dürfen. Und hierbei bei den Spatial.io-Räumen, das sind ja erstmal Online-Dienste, die aufgerufen werden, das sind ja keine installierbaren Programme. Das dürften wir nutzen. Und da kommt es darauf an, welche Daten du verarbeitest und du hochlädst. Also das heißt, das ist ja auch gerade so der Clou bei Datenschutz.
jede Person ist selber aufgefordert zu überlegen und nachzudenken, wie sensibel sind denn die Daten, mit denen ich arbeite. Es gibt da niemanden mehr, der sagt, das darfst du und das darfst du nicht, sondern du musst selber bewerten können, sind die Informationen, mit denen du arbeitest, sensibel, dann solltest du es nicht nutzen. Wenn du sagst, keine Relevanz, dann gerne. Okay, danke. Gut, haben wir denn sonst noch Fragen? Lukas, wie sieht es online aus? Online scheint es so zu sein, als wären erstmal alle Fragen beantwortet. Gibt es hier vor Ort noch Fragen? Das sieht nicht so aus. Dann würde ich sagen, wir sind jetzt ja auch ein klein wenig über den Zeitplan, aber das macht uns gar nichts. David, dir herzlichen Dank für den Einblick in die Arbeit. 3D-Räume im Bildungsbereich fand ich sehr informativ, sehr hilfreich und ist jetzt natürlich auch die perfekte Überleitung in die Beschreibung von Eduverse Social, was jetzt gleich kommen wird. Aber ich merke eine leichte Unruhe vor Ort und deswegen machen wir nochmal 5 Minuten Pause zum Lüften, zum Kaffee holen, zum Durchatmen, zum Bewegen. Ich kann jetzt stundenlang so weiterreden, aber ich höre auf damit. 5 Minuten Pause und dann geht's weiter. Bis gleich.